Ja, herzlich willkommen zu unserem 11. Termin. Es geht jetzt heute um agentenbasierte Modelle. Das ist quasi neben der evolutorischen Ökonomik vielleicht der Termin, wo ich jetzt selber normativ am stärksten eingebunden bin, weil das so ein Modellierungsansatz ist, mit dem ich selber viel arbeite und den ich selber dementsprechend auch recht gut finde. Deswegen muss man vielleicht das ein oder andere, was ich sage, dementsprechend einordnen. Aber ich denke, es ist doch irgendwie ein sehr, sehr spannendes Thema. Ihr werdet an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich in dem Sinne ein bisschen frustriert sein, dass ihr denkt, okay, da hätten wir jetzt vielleicht noch ein bisschen tiefer in das Modell reingehen können. Letztendlich war es für mich irgendwie ein Trade-off, das Ganze in einigermaßen in eine angemessene Zeit zu packen. Dementsprechend gilt hier vielleicht nochmal ganz besonders der Hinweis auf die Further Readings, vielleicht insbesondere auf das Anwendungsbeispiel. Denn ich denke, ich habe das jetzt versucht, den Inhalt so zusammenzustellen, dass ihr A, eine gute Idee bekommt, was es mit der agentenbasierten Modellierung in der Makro auf sich hat, B, was so die typischen Design-Elemente sind und auf Basis dieses Wissens über diese typischen Design-Elemente auch schon relativ gut in der Lage sein solltet, zumindest gut geschriebene Paper dazu auch zu lesen und zu verstehen. Und dann war der letzte Punkt, dass man so ein bisschen abgrenzt von dem, ja, ich nenne es jetzt mal herkömmlichen DSGE-Ansatz, den wir in der letzten Session gehört haben. Aber also bitte erwartet nicht, dass es jetzt quasi so eine Session ist, die quasi vollumfänglich ist. Das werdet ihr sehen, das geht auch, glaube ich, bei so einem Thema gar nicht. Aber fühlt euch durchaus motiviert zu sagen, okay, ich fand das jetzt spannend, ich möchte es nochmal möchte das Anwendungsbeispiel nochmal vertiefen. Dann schaut wirklich ohne Scheu mal in das Anwendungsfallpaper rein. Solltet ihr, also das seid ihr in der Lage zu lesen, wenn ihr nach dieser Session. Ich denke, das ist auch das Zentrale. Ansonsten bei den Further Readings, wie gesagt, auch dieser ziemlich lange und umfangreiche Review, falls ihr noch weiter noch einen genaueren, breiteren Überblick über das Feld bekommen wollt. Aber gut, starten wir erstmal mit einem kurzen Überblick darüber, was die Agenda für heute ist. Ich würde anfangen, einfach mal damit. Zu erklären, was eigentlich so ein agentenbasiertes Modell genau ausmacht, was wir darunter verstehen können, wie wir das einordnen können, insbesondere im Vergleich zu anderen Modellen. Ich werde dann einmal durch die gesamten Designelemente von so einem typischen makroökonomischen ABM gehen. Dabei ist so ein bisschen ein Trade-off, wie tief man in die einzelnen Elemente einsteigt. Ich habe so einen Mittelweg gewählt, also ich gehe schon ins Detail, häufig mit Beispielen. Allerdings jetzt auch nicht so stark, dass man gar keine Zeit mehr für was anderes hat. Die Idee ist, dass ihr auf Basis von diesem Überblick in der Lage sein solltet, quasi so ein Paper zu einem agentenbasierten Makromodell zu lesen und dann anhand von dem Beispiel, was ihr dann lest, das noch besser nachvollziehen könnt, aber dass ihr schon so die Grundidee insoweit hier vermittelt bekommt, dass ihr dann in so ein Paper reingehen könnt. Ich habe auch so ein Anwendungsbeispiel nochmal mitgebracht. Allerdings gehen wir da nicht zu sehr ins Detail. Da geht es eher nochmal darum, so einfach in einem Gesamtpaket nochmal so ein Modell gesehen zu haben. Dann möchte ich noch kurz über eine wichtige Erweiterung von dem Ansatz sprechen, der sogenannten Stockflow-konsistenten Modellierung. Insbesondere deswegen, weil das zum einen eine Brücke ist zu einem Thema, was wir jetzt nicht behandelt haben, der monetären Makroökonomik. Zum anderen, weil das, denke ich, so einer der neuen Trends sind, die sich absolut durchgesetzt haben und die auch nochmal einen schönen Anknüpfungspunkt an die klassische Makroökonomik bietet. Und dann am Ende dieser obligatorische Abschluss und Ausblick. In diesem Sinne, dann schon mal viel Spaß und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Punkt.